Ich bin Reto Möhr und ich bin der Moderator von Möhr Talkt. Ja, man redet nicht gerne darüber und trotzdem, und gerade wegen der Pandemie, wird es immer ein wichtiges Thema in unserer Gesellschaft. Das ist von der Armut. Und mein heutiger Gast arbeitet schon knapp 20 Jahre als Sozialarbeiterin, genau mit so betroffenen Menschen zusammen. Die Rede ist von Rita Battliner. Sie ist Präsidentin von Caritas Liechtenstein. Ja, hallo Rita, schön bist du mein Gast heute hier im Haus auf Allure. Wunderschöne Umgebung hier. Fühlst du dich wohl? Vielen Dank für die Einladung, Reto. Ja, absolut. Bequemer Sessel, Glas Wasser, tipptopp. Also, dann lassen wir doch gerade los, oder? Gott. Ein Thema, das ich wie angetönt habe, ein schwieriges Thema ist, es geht um Armut. Und oft ist das ja nicht so genau definiert. Was heisst jetzt eigentlich Armut? Man redet oft von absoluter und relativer Armut. Kannst du mal erklären, wenn ihr das unterscheiden? Genau, der Armutsbegriff ist auch, wo man salopp so her sieht. Mhm. Wenn man sich Gedanken macht, was ist eigentlich Armut, dann reden wir da zumindest da von meistens drei Begriffen. Wir reden von der extremen Armut. Ist dann gegeben, wenn eine Person 1,25 $ oder weniger pro Tag zum Leben hat. Und eine Armut gibt es zum Glück im Liechtenstein nicht. Mm. Nichtsdestotrotz sind etwa 800 Millionen Leute auf dieser Welt von einer Form von Armut betroffen. Der zweite Begriff, der geläufig ist, ist der Begriff von der absoluten Armut. Von absoluter Armut redet man dann, wenn man das soziale Existenzminimum mit dem Einkommen, gleich welcher Art das Einkommen ist, nicht decken kann. Ein soziales Existenzminimum, das ist ein Dach über dem Kopf, das ist Essen und Trinken und Versicherungen genau. Zahlen und so weiter. Genau, dort reden wir im Liechtenstein, kann ich ganz konkrete Zahlen nennen. Das Existenzminimum für eine Einzelperson berechnet sich aus dem sogenannten Grundbedarf. Da reden wir jetzt ganz neu seit dem 1. März für 1.123 Franken für alles, wo du brauchst zum Leben, wo nicht Miete und Grundversicherung von der Krankenkasse betrifft. Zu einem Betrag dazu werden eben Mietkosten gerechnet und Grundversicherung von der Krankenkasse. Und die drei Beträge zusammengerechnet machen das soziale Existenzminimum aus und es wäre für eine Einzelperson ungefähr, kommt ein bisschen darauf an, wie hoch es Miete und Krankenkasse ist, 2.300–2.400 Franken. Im Monat, so quasi. Pro Monat, genau. Ja. Aber Fakt ist, das Leben, die ganzen Lebenshaltungskosten muss man mit guten 1.100 Franken monatlich bestreiten. Mhm. Und dann kommt der dritte Teil, auf das können wir noch drauf zu reden, dann kommt der dritte Teil, das ist die relative Armut, oder? Richtig, genau. Die relative Armut ist nicht an einen fixen Betrag gebunden in unserer Gesellschaft, aber es setzt die Einzelperson in Relation zu der grossen Masse in der Gesellschaft. Und wenn du weniger zum Leben hast, wohl genug, um das Existenzminimum zu decken, aber doch viel, viel weniger, deutlich weniger als der Großteil dieser Gesellschaft, dann hast du von einer relativen Armut, wirst du dann betroffen. Und die Zahl ist ernüchternd. Ich meine, ich habe das gelesen im Armutsbericht 2008, ist jetzt ein paar Jahre zurück. Genau, ja. Das ist 11% in unserem Land, also 4'000 Menschen plus minus. Ist das richtig ausgedrückt? Die leben eigentlich so ein bisschen ums Existenzminimum herum. Also quasi das Mühe und das mag es nicht mehr leiden. Also ich glaube, es ist ganz ein wichtiger Hinweis, Mühe und es mag nicht mehr, oder das Mühe mag es eigentlich oder? Nicht mehr leiden. Ja, es ist so, im Armutsbericht von 2008 haben wir 11%, das ist jeder Zehnte in dem Land. Genau, oder? Dass 11% in dieser Gesellschaft, in der Liechtensteiner Gesellschaft, armutsgefährdet sind. Und es sind jene Leute, die, wie ich vorher erklärt habe, das Existenzminimum wohl decken kann, aber eigentlich nichts mehr Grosses darüber draussen zur Verfügung kann. Also wenn wirklich das Mühe, vielleicht ein grösseres Mühe passiert, angenommen, es geht deine Waschmaschine kaputt oder dein Kind braucht für die Lehre einen Laptop oder du musst einmal außerordentlich hohe Versicherungsleistungen zahlen, du brauchst eine neue Brille. Dann wird es normale Sachen, nicht irgendwie Luxus oder Ferien oder was auch immer. Wir reden nicht von Luxusferien. Von irgendwelchen außerordentlichen Sachen, die halt... Gibt es da Beispiele? Und wir haben das im Vorsprechen schon mal durchgenommen. Es sind alle betroffen. Da jetzt jung und alt. Und da ist also Kundschaft sozusagen, die bei euch ein- und auslaufen. Die sind über alle Alterskategorien hinweg. Die sind über alle Alterskategorien. Also angefangen vom jungen Erwachsenen, der in der Ausbildung ist zum Beispiel und wo nicht irgendwo auf Unterhaltsleistungen von Eltern zurückgegriffen hat. Gibt es. Ja. Ist selten, aber gibt es. Hat größte Mühe, um sich zum Beispiel
ein Streckenabo zu leisten, dass er mit dem Zug... Wie alt sind die? 18, 19, ja. 20, je nachdem, halt, wie weit sie in der Lehre sind. Sie haben Probleme, wenn sie sich zum Beispiel einen Laptop anschaffen müssten, wo heutzutage Standard jeder eine Ausbildung ist. Wenn man weiterdenkt, sind Familien, junge Familien häufig vom armutsgefährdet. Das außerordentliche Ausgaben, die man halt für Kinder hat, werden wirklich ein Thema. Also es sind eigentlich ganz normale Familien, nichts Falsches gemacht. Die arbeiten vielleicht in einem Beruf, wo nicht unbedingt jetzt gerade das grosse Einkommen gibt, wo Kinder haben und das schon lange dann zum armutsgefährdet sein. Also du sprichst Themen an, wie kommt man überhaupt in die Situation, dass man in eine finanzielle Not reinkommt. Die Ursachen sind ganz verschieden. Also wenn wir unsere Klienten anschauen bei Caritas, dann sind es häufig schlecht ausgebildete Leute oder Leute, die keine Ausbildung haben, die irgendwo im Niedriglohnsegment sich halt eine Stelle suchen müssen. Es sind häufig Alleinerziehende, es sind alleinstehende Leute. Und es gibt immer noch Rentner, die nicht auf die Pensionskasse zurückgreifen können. Und diese Leute sind sicher kein unter Umständen in einer Situation, dass das äußerst knapp wird mit dem Geld. Und was häufig der Fall ist, das darf man nicht unterschätzen, es gibt aber mal kritische Lebensereignisse, die man wirklich aus der Bahn werfen kann. Und ich denke dort an einen Tod, der zutiefst erschüttert von einem anderen Menschen. Ich denke an eine Scheidung, ich denke an Krankheit, an Prozess, bis ich dann vielleicht einmal eine IV-Rente überkomme. Das sind so wirklich schwierige, schwerwiegende Erlebnisse im Laufe meines Lebens, wo die Leute aus der Bahn werfen können und wo man dann halt aus diesen Gründen gerne nicht in der Lage ist, um sich ein Einkommen zu erwirtschaften. Und das kann ein Kind von Eltern betreffen, es kann ein junger Mensch treffen, es kann eine junge Familie treffen, es kann mittelalterliche Menschen oder halt jemand, der schon älter ist, treffen. Und auch unabhängig von der Ausbildung oder vom Werdegang, ob es jetzt ohne Ausbildung oder Akademiker, querbeet? Also es ist wirklich querbeet. Das Spektrum ist wirklich vom Menschen, der nie die Chance hatte, um eine Ausbildung zu machen, aus welchen Gründen auch immer, bis hin zu einem Menschen mit Promotion, der wirklich ein Schleudern hatte. Und dort geht es nie um Schuld oder Fehler, die man gemacht hat. Es gibt eben mal ungünstige Entscheidungen im Leben, aber wir reden dort ja nicht von... Also ist nie der Fokus auf einen Fehler, den die Leute eventuell gemacht haben im Leben, sondern es war ein kritisches Ereignis. Wie schauen wir jetzt, dass wir wieder aus dieser Situation rauskommen? Das ist eine ganz wichtige Aussage, oder? Weil oft wird die Armut stigmatisiert und heisst, ja gut, ich meine, mache eine Ausbildung, mache etwas, aber oft sind sie ja... Also, es kann jeder treffen, eigentlich, wenn es dumm läuft. Ist das richtig? Ist das so? Es kann wirklich jeder treffen, wenn es dumm läuft. Und Stigmatisierung ist ein Thema. Damit verbunden noch häufig Schamgefühl bei den Leuten, wenn sie irgendwo anklopfen müssen. Und sei das bei uns bei Caritas, sei das beim Amt für Soziale Dienst, bei der Stiftung Lichtblick oder bei allen, die irgendwo eine Form von Unterstützung geben, ist sicher ein Thema, dass es schambehaftet ist. Einfacher macht es die Leute und es ist unser grosses Bemühen, dass man mit einem professionellen und reflektierten Vis-à-vis die Scham auch ablegen kann. Weil es geht dann letztlich, wie ich vorher gesagt habe, nicht um einen Fehler, sondern es geht um das Problem. Wieso ist die schwierige Situation in deinem Leben entstanden und wie kommen wir daraus raus? Und dann gibt es eine Zusammenarbeit mit dem Klient. Und wenn ein Klient selber aktiv in seiner Situation arbeiten kann, dann ist auch nichts mehr von Scham umeinander. Das heisst eigentlich, dass Geld geben, Geld spenden oder Geld etwas decken, eine Ausgabe, also immer, das Problem eben nicht löst, oder? Sondern es ist ein Prozess, den die Person durchmachen muss. Es ist ein Beratungsprozess, da können wir noch nicht drauf reden, das ist auch ein Punkt, der ganz wichtig ist, der entscheidend ist. Oder? Weil, wie kommt denn so ein Mensch aus der Armut raus in der Regel? Sind das, wie gesagt, einmalige Zahlungen sind es nicht, das ist wirklich ein längerer Weg. Also unsere Philosophie von der Caritas, ich habe extra unseren brandneuen Flyer zu dem Gespräch mitgenommen, ist wirklich Perspektiven eröffnen. Also wenn jemand zu uns kommt, dann ist natürlich immer in der Regel eine finanzielle Not umeinander, aber es sind meistens ist ein ganzer Kreis ein Problem umeinander. Und mit unserer Arbeit, wir haben seit letztem Juni eine Sozialarbeiterin bei uns angestellt, wollen wir Perspektiven eröffnen, wir wollen die Leute nicht nur finanziell unterstützen, wir wollen es beraten,
Wir wollen es orientieren. Liechtenstein hat ein grosses Netzwerk an Unterstützung, wo man abholen kann, oder Ort, wo man Unterstützung abholen kann. Man muss aber wissen, wie man zu dieser Unterstützung kommt. Und dort haben häufig die Leute Probleme, dass sie dort orientierungslos sind. Wo müssen sie anklopfen? Wo müssen wir überhaupt anklopfen? Ist ja nicht einfach, oder? Schlussendlich all die Institutionen kennen. Das ist ja nicht von heute auf morgen. Das weiss man vorher gar nicht. Nein, wenn man nie in einer Situation war, wo man sich überhaupt mit, Themen auseinandersetzen musste, dann hat man ja, naturgemäß hat man gerne kein Wissen darüber. Und jetzt probieren wir im Beratungsgespräch weiterzugehen. Okay, und das sind jetzt neu aufgebaut. Das ist jetzt eine Beratungsstelle, wo man kann quasi, wenn man ein Problem hat, kann hergehen und sagen, ich brauche Hilfe. Kann man. Man kann bei uns anrufen, einen Termin machen und man kommt einen Termin bei unserer Sozialarbeiter über. Und dann kann man schildern, wo die Problematik aus eigener Sicht ist. Und im Gespräch, im Beratungssetting wird sich herauskristallisieren, wo man konkret hilfreich ansetzen kann, um diesen Leuten zu helfen. Und dort gehört Beratung, dort gehört Triagierung dazu, dort gehört finanzielle Unterstützung dazu. Mhm. Und wir haben auch ein bisschen ausgeweitet, unser Angebot auf Budget- und Schuldenberatung. Was wir auch haben, ist ein Lese- und Schreibservice. Da reden wir überhaupt nicht von finanzieller Unterstützung, die die Leute bei uns abholen können, sondern wir unterstützen Leute, die meistens einen anderen sprachlichen Hintergrund haben und die Schwierigkeiten haben, einen anspruchsvollen Text zu lesen. Ja. Und dann haben wir zwei Juristen, einen Mann und eine Frau, und ihnen unterstützen die Leute, indem sie den Inhalt vom Schreiben erklären und auch erklären, wie man inhaltlich zum Beispiel jetzt weitergehen könnte. Mhm. Was nicht heisst, dass wir Steuererklärungen ausfüllen, wir haben keine Bewerbung geschrieben für die Leute, ist wirklich Hilfe, um einen Text zu verstehen oder einen einfachen Text wieder zu erstellen. Ich spüre, das ist ein ganz wichtiges Element in Beratung. Was erhoffen Sie dabei? Ich meine, Geld allein sprechen, sind wir angetönt, es hilft kurzfristig, aber mittel-langfristig hilft es gerne nicht. Ist das so eine Hoffnung, dass man nachhaltig die Leute auf einen normalen Lebensweg wieder bringt, wo sie können, ja, für sich selber schauen können? Nachhaltigkeit ist das Stichwort, ist das Zauberwort. Wie du gesehen hast, einmal einen finanziellen Zustand geben, ist angenehm, es hilft, unbestritten. Aber es hat einen Grund, wieso es die Leute irgendwo in einer Notsituation. Macht ja keiner freiwillig, oder? Niemand macht es freiwillig. Also es ist sehr unangenehm. Man wird auch nicht geboren, oder so? Man wird auch nicht einfach geboren, überhaupt gar nicht. Man rutscht dann rein. Irgendwie, wie ich erklärt, ein kritisches Lebensereignis, wo die Leute irgendwo eine schwierige Situation bringt. Und es probieren wir zu benennen. Und der Weg daraus raus ist häufig mit finanzieller Unterstützung, aber immer gekoppelt an eine spezifische Beratung. In der Hoffnung, dass die Leute es erkennen und dass damit der Weg frei wird, um wieder auf eigenen Füßen zu stehen. Und dann die Nachhaltigkeit erreicht ist. Und es ist super, wenn man es herbringt. Klingt nicht immer, aber es klingt immer wieder. Schwierige Situation, du sagst, und gut Stichwort Pandemie, allgegenwärtig nach wie vor. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, ich habe gefragt, wie das auf eure Arbeit einen Einfluss, die ganze Corona-Situation. Und du hast mir gesagt, dass eure Beratungsanfragen im letzten Jahr, also im ersten Pandemiejahr, um 20% zugenommen haben. Das ist eine hohe Zahl. Ist eine hohe Zahl. Es ist nicht. Ist ja nicht unerwartet, dass es zugenommen hat. Aber wie schätzt du das ein? Ich weiss, es ist schwierig, kann man jetzt sagen, was passiert jetzt noch in den nächsten Jahren, aber die Konsequenzen daraus heraus, die jetzt entstehen, auch auf die Armut hinsichtlich, was ist deine Einschätzung? In Zukunft zu schauen, ist schwierig. Ich habe keine Glaskugel im Büro. Ich weiss aber, wie die Situation jetzt ist. Wie erleben wir sie jetzt? Die Leute, die sich an uns wenden, sind finanzielle Probleme Corona-bedingt, weil sie entweder von Kurzarbeit betroffen sind oder weil sie einen Nebenverdienst verloren haben. Sei das, weil sie irgendwo noch geburtsgegangen sind, weil sie irgendwo Dienstleistungen erbracht haben. Es hat nicht wenige, die kleine Geschäfte neben einer Haupttätigkeit betrieben und eine haben Probleme gehabt, um ihre Geschäfte offen zu behalten, wenn es überhaupt möglich war. Oder sie sind, der Umsatz ist komplett eingebrochen. Und eine Leute haben sich an uns gewendet. Und die Frage ist, was mit ihren Geschäften passiert, die jetzt in Zukunft betrachtet, nachdem sie jetzt eingegangen sind. Können die Leute, die zum Beispiel ein Geschäftslokal sich nur mal finanzieren können, es in einem Jahr oder zwei Jahren wieder neu anmieten?
haben sie denn genug finanzielle Ressourcen? Weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es schwierig wird. Leute, die jetzt Kurzarbeit haben und nachher wieder das normale Einkommen haben, ihnen kann sich sicher gut erholen, gehe ich davon aus. Und alles andere wissen wir offen noch nicht. Ich denke, es wird auch heuer noch nicht einfach sein. Also wir haben schon... Wir haben schon Mitte März und Corona ist nach wie vor ein Riesenthema, auch bei uns. Spürt man es auch jetzt noch, dass es weitergeht? Spüren wir auch jetzt noch. Und es ist so, ja, wir haben sogar knapp ein Drittel mehr Anfragen gehabt, Corona-bedingt. Ja. Ja, das ist relativ ein grosser Anstieg, ja. Und ich möchte noch auf ein Thema kommen, du hast es im Vorgespräch erwähnt und der Ausdruck fällt mir ein bisschen schwer jetzt hin. Wenn man über Kinder redet, das ist immer so ein Thema. Kinder sind auch immer betroffen dabei und Armut macht Kinderseelen krank. Man redet über sogenannte gelernte Armut. Was heißt das genau? Jetzt muss man sich so vorstellen, wenn ein Kind immer in einer Familie aufwächst, in einem Haushalt aufwächst, wo am Existenzminimum leben muss, also Sozialhilfeniveau oder leicht drüber, bedeutet das, wie wir gesehen haben, hat wirklich ein sehr eingeschränktes Budget für die täglichen Ausgaben. Man weiß es aus verschiedenen Studien. Also eine Studie schon gelesen von Deutschland. Es gibt auch eine Schweizer Studie dazu. In der Regel sind Kinder schlechter ernährt, weil auch weniger Geld für qualitativ gutes Essen umeinander ist. Ihre Kinder sind häufiger von Fettleibigkeit betroffen. Sie haben häufiger schlechte Zähne. Und sich im Freundeskreis behaupten, im sozialen Umfeld behaupten, wenn man aus einer armutsbetroffenen Familie kommt, ist ungleich schwieriger, als wenn man aus einer Mittelstandsfamilie rauskommt. Es bedeutet Stress. Es bedeutet Stress für die Eltern, es bedeutet aber auch Stress für die Kinder. Mit danach dauernder Folge, dass auf ein Hotel Schaden nimmt. Das heißt, meine Kinder haben einfach häufiger psychische Auffälligkeiten, haben mehr Schwierigkeiten in der Schule, haben mehr Schwierigkeiten in einen Beruf einzusteigen, in eine Lehre einzusteigen. Also es zieht sich weiter, oder man kann sagen, die Spirale, wo die Eltern sich drin bewegen, wo von Armut, von Bildungsferne gezeichnet ist, eine geht häufig weiter. Keine Regel ohne Ausnahme, es gibt Leute, die es durchaus gut verträgen, resiliente Leute, aber nicht selten sind halt die Kinder mehr betroffen. Und es ist uns auch ein grosses Anliegen in der Caritas, wenn Eltern sich an uns wenden oder wenn wir wissen, ja, da hat es kleine Kinder umeinander, dass man ihnen wirklich sieht, kommt zu uns, holen euch die Hilfe oder dass man es eben an eine geeignete Stelle reagiert, um die Spirale ein bisschen zum Stoppen zu bringen, der Abwärtstrend. Ja, ich denke, es ist doch schwierig, oder? Weil die Kinder wissen das doch gerne nicht, oder? Als Kind wachse ich auf und denke einfach, was meine Eltern machen, das ist normal. Das ist ja nicht irgendwie, man ist ja nicht kritisch gegenüber dem Leben, was wir leben. Und Kind, Eltern ist ja schwer zum Trennen, oder? Wie kann man das lösen? Eine Lösung dort so jetzt zu präsentieren, ist eine schwierige Frage. Es ist ja so, solange Kinder klein sind, leben sie mit den Eltern und es ist das Umfeld, wo sie hier geboren sind und es ist für sie so gegeben und es ist auch nicht schlecht. Ich denke, spätestens in der Pubertät, wenn ein junger Mensch anfängt, hinterfragen, wer bin ich, woher komme ich, wohin will ich aber auch, kommt ein kritisches Hinterfragen und denke mir mit den Schwierigkeiten, wo es nach sich zieht. Darum die ganze Beratung natürlich von den Eltern und so weiter, dass man gerne nie, natürlich nie in die Situation hineinkommt. Dazu gibt es jetzt auch neu den Runde Tisch Armut, den ihr ins Leben gerufen habt hier bei unserem Land. Was ist das genau? Der Runde Tisch Armut ist auf Initiative von der Caritas entstanden, ist eine Sitzung, eine lose zusammengesetzte Sitzung. Also wir sind nicht irgendwo in einer rechtlichen Struktur gebunden. Ja. Und dort sind Organisationen dabei vom Liechtenstein, wo mit Leuten arbeiten, die unter Umständen auf dem Thema Armut betroffen sind. Wer ist dabei? Es ist das Amt für Soziale Dienste dabei, als staatliche Einrichtung. Ja. Es ist der Verein Lichtblick dabei, der Verein Tellerrand, Infra Frauenhaus. Und an einer Sitzung war auch der Thomas Lorenz von der Zukunftsstiftung mit dabei. Und das Ziel von dem, oder die Idee dahinter, ist, auf einmal die Erfahrungen am Tisch zusammenzutragen. Wie geht es euch mit dem Thema? Wie erleben ihr in eurem Berufsalltag das Thema Armut? Wie gehen die Leute damit um? Und es sind eigentlich zwei Stoßrichtungen oder zwei
Erkenntnis daraus heraus entstanden. Auch Erkenntnis ist, und es ist, Urteil, es ist wirklich unsere Erfahrung bei der Caritas, dass die Leute im Land, die Beratungs- oder Unterstützungsbedarf haben, keine niederschwellige Anlaufstelle finden. Es gibt es nicht in unserem Land. Es gibt wohl spezifische Anlaufstellen, aber so ein Generalist, der den Leuten Orientierung eben gibt in der Problematik. Sind wir wieder bei dem Dschungel wieder, genau, wo man nicht genau weiss, wo genau. man andocken muss? Es wäre ein grosses, es ist ein Bedürfnis, das wir ausgemacht haben. Und Caritas bietet mit der Beratungsstelle, die wir jetzt eingerichtet haben, bietet ein Angebot. Also wir springen ein bisschen in die Bresche und wir bieten jetzt es an. Und das zweite grosse Thema, das diskutiert worden ist, wo wir heute auch schon ein bisschen angesprochen haben, ist das Thema Armutsbericht. Der letzte ist... Wir reden 13. immer von Zahlen von 2008, von oder? Von 8, man richtig. Muss davon ausgehen, dass die Zahlen wahrscheinlich eher noch ein bisschen... sich negativ verändert haben? Liechtenstein hat sich in diesen 13 Jahren mit Sicherheit verändert. Ich denke, Familienformen, die sich verändert haben. Es war eine Flüchtlingskrise. Wir haben in unserem Land Flüchtlinge. Die Zusammensetzung in der Bevölkerung hat sich ziemlich sicher auch wieder verändert. Vielleicht sind mehr Leute mit Migrationshintergrund im Land, mehr Ausländeranteil. Und es muss irgendwo den Niederschlag finden in Zahlen. Wie wirkt sich es aus auf unsere Gesellschaft? Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, 2008 hat man von 11% Armutsbetroffenen geredet. Wie ist das heute? Wenn man eine simple Rechnung macht und geht auf jetzt die 38'000 Einwohner, die wir haben, müssten wir von 4'000 Leuten in diesem Land reden, plus minus, die armutsbetroffen sind. Wir wissen nicht, stimmt die Zahl? Ist sie höher, ist sie tiefer? Wir wissen aber, dass es Ende 2019 ungefähr 1'000 Sozialhilfeempfänger gab. Es hat 875 Leute gegeben, die einen Anspruch auf Ergänzungsleistungen geltend machen können. Jetzt haben wir knapp 2'000 Leute beieinander. Wo sind die anderen 2'000 Leute, die rein rechnerisch jetzt irgendwo mit dem Thema kämpfen, mit dem Thema Armut kämpfen? Genau. Ein Teil wissen wir, kommt zur Caritas, ein Teil geht zu anderen Stiftungen, Stiftung Lichtblick. Wir arbeiten mit ihnen eng zusammen, wir wissen ein bisschen voneinander. Aber es ist nicht offiziell erfasst, wie holen die Leute Hilfe, warum holen sie die Leute Hilfe, was machen sie mit der Unterstützung, wie wirkt sich ihre Unterstützung aus. Und der Wirkungsgrad der Unterstützung, finde ich, ist eine hochinteressante Frage. Es herauszufinden, was nützen eigentlich sowohl die staatlichen Transferleistungen, die es gibt, was nützt die Hilfe der Caritas? Fände ich hochspannend, um herauszufinden, wie nachhaltig ist es wirklich, wenn man die Leute, wenn man die Geschichten noch ein bisschen verfolgen könnte. Genau. Und insofern finde ich es für jeden Politiker im Land, finde ich es für jeden Bürger doch wichtig zu wissen, wie ist unsere Gesellschaft zusammengesetzt? Wie hoch ist der Anteil an Bedürftigen? Wie ist die Mittelschicht? Wie ist die Oberschicht? Wie organisieren wir uns? Weil die Armut ist im Land nicht sichtbar. Und ich denke, es macht es darum umso spannender, das Thema ein bisschen zu vertiefen. Ja. Und jetzt kommt die Pandemie, wie wir es angedeutet haben. Das ist nochmal eine Verschärfung, die dazukommt. Von dort her wäre das sehr, sehr sinnvoll. Es wäre sehr spannend, ist, dort einzufließen. Ja. Was hat die Corona-Pandemie? Was löst sie aus? Genau. Rita Patlin, jetzt hockst du vor mir hier, fast 20 Minuten, und in grosser Souveränität erzählst du hier. Du hast über 20 Jahre Erfahrung als Sozialarbeiterin. Ja. Das ist ein Beruf, der lernt mich einfach so. Da muss schon eine innere, tiefe Überzeugung dabei sein. Wie bist du dazu gekommen? Ja, ich habe einmal einen anderen Beruf gelernt. Das hat mich offenbar nicht so zufrieden gemacht. Darum habe ich mich entschieden, das Studium zu machen. Ich denke, es ist wirklich das Interesse an den Leuten. Wie funktionieren die Leute? Wieso funktioniert das? Wieso funktioniert das andere nicht? Und wie kann man helfend eingreifen? Sozialarbeit heißt fördern, entwickeln, unterstützen. Und es ist ein hochspannendes Thema. Wir bewegen uns hier auch im Liechtenstein und in der Schweiz, wo ich arbeite, immer spannenden sozialpolitischen Kontext. Und dort mitwirken können, finde ich spannend und am Puls der Gesellschaft sein. Puls der Gesellschaft sein. Was gibt es Spannenderes? Natürlich, aber es sind natürlich auch Geschichten dabei, es sind viele Emotionen dabei, über das haben wir jetzt nicht geredet. Ich meine, du hast viele Gespräche, die Leute kommen zu dir, die sind, das darf man auch sagen, im Tiefpunkt vom Leben angelangt. Was macht das mit einem? Also ich denke, es gibt Schicksal schon nicht kalt. Lohnung meine kalt, selbst noch so viele Jahre Erfahrung.
Ich denke, entscheidend ist, dass man es probiert, in eine Umsetzung zu kommen. Dass man nicht erschlagen ist von einem Schicksal, von einem Menschen, sondern dass man dass es aktiviert. Und wie kommen wir jetzt raus? Es gibt Hilfsmittel, wie wende ich die am gescheitsten an. Und es ist das, was ja so motivierend ist und was man nicht kaputt macht in der Arbeit. Abgesehen davon bin ich eine Hobbyläuferin und ich glaube, in meinen vielen tausend Kilometern, wo ich in meinem Leben schon gejoggt bin, verarbeite ich ganz viel. Verarbeiten. Ja. Aber nicht fortlaufen vor einem Problem. Es ist wirklich eine Verarbeitung vom Thema. Ja. Ja. Es gibt ein schönes Erlebnis, trotz allem. Es gibt natürlich immer auch schöne Erlebnisse. Es gibt, wenn es klingt, mit einem Menschen zusammen eine Erfolgsgeschichte daraus zu machen, freut das beide gleichermaßen. Und man kommt viel mehr auch Dankbarkeit zurück. Und letztlich, es ist mein Beruf und es kann ich relativieren. Ich muss nicht unbedingt, also es tut mich nicht hemmen, weil ich nicht explizit eine Dankbarkeit überkomme. Zu wissen, dass es gelungen ist, etwas positiv daraus zu machen, ist genügend, passt. Und das sind die Verbindungen, die dann nachher über das rausgehen? Also es entstehen keine Bekanntschaft, die dann länger andauernd? Nein, eine Erfahrung habe ich noch nie gemacht und ich glaube, es hemmt beidseitig. Nein, ich glaube, das ist weder nachher bedeutet. Also, es ist eine professionelle Beziehung. Und eine professionelle Beziehung sollte probieren, die Stigmatisierung nicht wirksam werden zu lassen, Schamgefühl abbauen und sich eben nicht erdrücken oder erschlagen zu lassen von der Thematik. Und es ist darum professionell, weil es dann nachher nichts daraus gibt. Und es ist gut so. Also. Ja, Rita, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für die offenen Worte und deine grosse Arbeit, das ist ganz wichtig für ein Thema, das uns leider weiter beschäftigen wird. Das wäre schon wieder von mir Talk. Ich hoffe, es hat euch auch dementsprechend inspiriert und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.